Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars, The Old Republic, Knights of the Fallen Empire. Das mal davor gesagt, ich bin ein bisschen kränklich, deswegen kommt auch ein bisschen weniger Stuff, aber trotzdem hab ich Bock hier weiterzuspielen. Ja, wir müssen die Droidenfabrik hier verlassen. Wir sind ja hier im neuen Imperium, in der Zukunft sozusagen. Also schalten wir diese Sprungdruiden mal aus. Sprungtruppen. Muss mich da noch gewöhnen. So. Und. Gut. Wir müssen wahrscheinlich da hoch. Jo, das sind einfach Klone. Zack. Ich habe übrigens mein Outfit geändert. Ich bin jetzt noch mal richtig geil. Na, ah, fuck, da unten. Komm schon, komm mit, Lana. Korf, wie ist euer Status? Ich werde verfolgt, aber ich habe noch ein paar Tricks auf Lager, die Sie nicht kennen. Ja. Korf? Korf! Also den kannten Sie wohl. Ich muss weiter, aber ich halte die Ohren offen. Ach nee, Korf, was machst du denn? Okay. Kämpfen wir uns hier halt mal durch. Das wird nicht einfach. Wenn mich Darth Arcus jetzt sehen könnte. Wer ist Darth Arcus? Oh nee, noch mehr. Ist denn jetzt hier vorbei? Gut. So, was ist hier drinnen los? Oh, ich bin ein Sanitäter. Was ist mit dem Reaktor passiert? Habt ihr was damit zu tun? Valen ist passiert. Valen war das? Ihr hattet wohl recht, was den Fremdling angeht. Wie, ich bin noch kein Fremdling. Jetzt sollte es besser werden. Du hast die ganze Karte. Oh, ich habe die ganze Karte freigeschaltet. Ja, geil. Guck mal, der ist noch ein bisschen heftiger. Den kriegen wir aber auch besiegt, oder? Ja, easy. Also bisher sind die Gegner noch Pillepappe. Aber dafür kommen sie in Horden. Instabilität entdeckt. Notfall-Evakuierung ist aktiv. Was? Die Fabrik explodiert? Totales Reaktorversagen steht bevor. Oh nein, der Reaktor. Evakuierung steht bevor. Oh, Scheiße. Abstand zurückziehen. Verdammt, wir müssen hier raus. Oh. Gut. Dann beseitigen wir die hier noch. Dann müssen wir hier raus. Ach nee, ein Droide steht vor der Tür. Okay, den müssen wir auch beseitigen. Zack, zack. Verschwinde, geh aus dem Weg. Ich hack dir die ganzen Arme ab. Ja. Gut. Komm mit, Biniko. Schnell. Aber jetzt gehen die echt auf den Zug. Muss man ehrlich sagen. Oh, was hat der gerade gemacht? Die eine Attacke habe ich gerade nicht gewusst. Wer ballert denn die ganze Zeit auf mich? Okay, sind wir draußen? Ups. Durchbruch steht bevor. Evakuierung einleiten. Alle raus hier. 10 Blöcke in jede Richtung. Dürfen wir auch raus?
Oh oh. Ah, oh, der geile Alarm. Oh fuck, der wird ja immer größer. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Gehen wir. Ja, würde ich auch nicht. Wagt es ja nicht. Wenn das Ding hochgeht, reißt es einen Haufen Leute mit sich. Ihr könnt es noch abschalten. Die halbe Stadt wird im Dunkeln sitzen. Aber die unzähligen Leute, die hier leben und arbeiten, werden eine Chance haben. Seht ihr? So weit gehen sie, um euch aufzuhalten. Wir müssen euch sofort vom Planeten schaffen. Oh mein Gott, Leute. Ihr Tod bringt mir nichts. Es kann alles niederbrennen. Scheiß mal auf die Stadt, Alter. Was mich betrifft, kann diese ganze Welt auseinanderbrechen. Was ist das für ein Monster, das ich euch helfe zu befreien? Junge, warum muss diese Stadt hier leben? Wenn ihr ein Problem damit habt, beredet es mit ihr. Glaubt nicht, dass ich das nicht werde. Wieso muss eigentlich immer ein Republikaner mit helfen? Gott, schalten wir dieses Ding ab. Nutze den Notfallaufzug. Oh Gott, alles bricht hier zusammen, Alter. Hilfe. Gut. Aber wir sind gleich da. Natürlich müssen erstmal wieder Soldaten kommen. Du musst ja auch jeden hier ausschalten, weil ansonsten geht's ja nicht weiter. Oh, es laggt hier ein bisschen. Auch wenn ich. Guck mal, steht 71 Frames. Ich glaube, die Anzeige stimmt da nicht. Da ist der Aufzug. Oh nein. Oh, Klone. Hey, nicht den High Ground benutzen. Als ob. Woher kommen die jetzt auf einmal? Oh, noch mehr. Was soll das gerade? Kurzer Grafikfehler. Tief durchatmen. Sind noch mehr? Alter, wie viele kommen denn noch? Und ich möchte endlich hier raus. Es kommen immer mehr. Also Nico, bist du... Es kommen immer mehr. Okay, jetzt alles gut. Wieso höre ich eigentlich die Clone Wars Musik? Erreiche ich den Evakuierungscode? Gut, der Reaktor sieht aus, als würde er zerbrechen. Aber es ist nicht unsere Stadt, also können wir weg. Zu spät. Wir sind schon tot. Obwohl, wir sind nicht tot, sondern nur der Strom ist aus. Sie sind alle beschäftigt und wir sind schwieriger zu entdecken. Koth, könnt ihr mich hören? Glückwunsch. Sie werden noch wochenlang Leichen aus den Trümmern bergen. Ist euch etwas passiert? Wo seid ihr? Ich habe hier ein kleines Wartungsproblem. Ach, nicht unser Problem. Wie schlimm ist es? Die Lage war schon besser, aber wir kommen klar. Naja, du kommst klar. Da kommen gerade 50 Truppen auf dich. 3 Minuten. Na schön, das sollte wohl irgendwie gehen. Beeil dich, Koff. Versucht keine Zeit zu verschwenden. Das hatte ich nicht vor. Finden wir einfach ein Versteck, um... Das ist keine Option. Wer ist er denn? Oh nein. In Ordnung.
Naja, die kriegen wir schnell weg. Was taucht die überhaupt auf, Alter? Stört hier unsere Ruhe. Gut, dann kommen wir zum... Theorie, dass die Dunkelheit uns Deckung geben würde. Valen ist wirklich hartnäckig, das muss man ihr lassen. Ja, was hat die auch für Laseraugen, dass sie uns trotzdem entdecken kann? Oh, das ist, es kommen super viele Gegner, das ist schon echt nervig. Und da kommen noch mehr. Jetzt sollte es besser werden. Okay, wir sind da. Aber hier sind auch noch Truppen. Gut. Ey, beweg dich nicht. Schön auf dem Boden bleiben. Goff, sind das Blasterschüsse? Gleich geschafft. Noch 3 Minuten. Goff, wir haben keine 3 Minuten mehr. 2,5. Fremdling. Ihr habt das Verbrechen begangen, den unsterblichen Imperator zu ermorden und aus der Gefangenschaft zu fliehen. Das war ich gar nicht. Wir verlangen, dass ihr euch sofort ergebt. Die Ritter von Sakul, eine Überwachungseinheit, die Valen untersteht. Machtsensitive. Valkorion muss aufgehalten werden. Euer Imperator hat Millionen von Leben ausgelöscht. Er hat bekommen, was er verdiente. Valkorion hat Sakul groß gemacht. Und wegen euch ist er jetzt fort. Ergebt euch auf der Stelle! Verschwindet! Ich warne euch noch ein letztes Mal. Ihr macht gerade einen schlimmen Fehler. Ich schlage vor, dass ihr nochmal darüber nachdenkt. Das kann er nicht ernst meinen. Holt sie euch! Mit Gewalt! Na gut, ihr wollt anscheinend den Tod. Wow. Greift weiter an! Okay, Gold gleich. Boah, Alter. Die übertreiben aber. Okay, sind aber auch Elite-Wachen. Kann ich das verstehen? Für unseren gefallenen Imperator! Die sind sogar so krass, dass sie sogar Namen haben. Was? Der hat mich einfach weggekickt. Was? Okay, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit hier. Wer, was? Ach ja, Junge, was soll ich denn machen? Sollte es besser werden. Gut, aber jetzt kriege ich euch. Jetzt seid die Geschichte. Okay. Da stehen sie. Ich gehe auf Tainak. Greift weiter an! Aber die dürfen mich nicht mehr wegkicken. Das ist dann blöd. Für unseren gefallenen Imperator! Legt eure Waffen nieder und gebt auf! Nee, sehe ich so aus. Oh, ganz ruhig, Leute. Meine Güte. Zack. Für den gefallenen Imperator! Ihr werdet eurer Strafe nicht entgehen! Ja, hört auf, den Text zu wiederholen. Das wird nervig. Für
Gut, der erste ist schon mal down. Ich erwürge dich. Jetzt stirb doch endlich. Meine Güte. Boah, krasse Moves hat die. Panik! Flieht! Wir kämpfen an einem anderen Tag! Aber der andere stirbt. Ihr Ritter habt niemals gelernt, eure Wut richtig zu kanalisieren. Würden sie auch nie machen. Nur zu, Lana. Töte ihn. Lana. Gut so, my apprentice. Das wird nicht der letzte Ritter sein, den wir treffen. Sollen sie nur kommen. Soll Arkan jeden einzelnen von ihnen herschicken. Sie sind alle so gut wie tot. Dann hättet ihr alle Hände voll zu tun. Das kann ich euch versichern. Das mache ich doch gerne. Oh fuck. Oh fuck. Wir haben keinen Ausweg mehr. Oh, scheiße. Willen. Ich kenne euch nicht. Aber euch. Euch habe ich schon mal gesehen. Ich halte sie zurück, solange ich kann. Sobald ihr die Chance habt, flieht. Wo soll ich denn fliehen? Ich laufe nicht mehr davon. Ich wurde lange genug gejagt. Ich gehe nirgendwo hin. Ihr seid wirklich unglaublich. Hör mich doch nicht. Nein, das brauche ich nicht. Was dann? Zu spät, und die Augen offen halten und rennt wie der Teufel. Okay. Ich würde sowas nicht machen. Kommt schon. Aber es ist eine gute Ablenkung. Oh, fuck. Das ist echt das größte Biest. Na, komm schon, Evonik. Eröffnung. Fleischsäcke können nicht fliegen. Festhalten! Ich drücke auf Gas. Hey, hat er mich gerade als Fleischsack beleidigt? Ich habe ein paar Probleme mit dem Antrieb. Okay, jede Menge Probleme. Lass mich fliegen. Überlasst mir das Steuer. Ich fliege uns in Sicherheit. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh, na gut, dann fliegt er halt. Wir wurden erfasst! Genau deswegen würde ich fliegen. Das versuche ich! Na los, na los! Danke, T7. Wir schulden dir was. Ja. Gut gemacht. Wirklich. Klage. Niemand hat mir gedankt. Danke. Ich weiß die Rettungsaktion zu schätzen. Bescheidenheit. Das war gar nichts. Okay. Begrüßung. Ich grüße Sie. Ich bin HK55, voll bewaffnet und stehe zu Ihren Diensten. Gut zu wissen. Aber eigentlich bist du unwichtig. Ich sagte doch, dass wir es schaffen würden. Ihr habt den Teil vergessen, wo ich mein Schiff verloren habe. Dafma ist tot. Lana, für den Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt. Der Imperator hat Dafma getötet. Ja. Seine Abwesenheit war für viele ein herber Verlust. Das ist aber schon einige Zeit her, oder? Das wird eine kurze Reise. Ihr solltet unserem Freund hier langsam erzählen, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist. Haka, mach dich nützlich. Was ist denn mit deinen Händen? 5 Jahre. Warte, 5 Jahre war ich im Koma? So lange? Viel besser. Erwartet ihr Anweisungen? Der Fremdling?
Nein, er ist weg. Weg? Mir ist egal, was dazu nötig ist. Ich will, dass er gefunden wird. Kapitel 5. Die Grabestruhe. Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Ach, da gibt's auch noch so eine Stadt ganz unten. Das ist so ein Wald. Habt ihr keinen Feuerlöscher eingepackt, als ihr dieses Schiff gestohlen habt? Verdammt! Fremdling, ihr seid dran. Schaut, was ihr ausrichten könnt. Na endlich. Ui, ui. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Yep. Abgestürzt. Jetzt schuldet ihr mir zwei weitere Fähren. Das war ja nicht mal eure. Die sollte gar nicht zählen. Sie war meine, als wir abgestürzt sind. Also zählt sie. Was ist das für ein Ort? Wissen wir irgendetwas über diesen Sumpf? Nicht viel. Spärlich bewohnt. Ein paar alte Ruinen. Das übliche übellaunige Wildleben. Die Leute nennen ihn den endlosen Sumpf. Endlos? Das ist ein alter Name. Früher waren die Leute viel theatralischer. Teletarischer, die Sensoren etwas? Verifizierung. Ich habe ein großes metallisches Objekt in der Nähe entdeckt. Die Analyse weist auf ein technologisches Gebilde hin. Es gibt aber keine Energiesignaturen. Was auch immer es fliegt wahrscheinlich besser als dieses Ding. Das Triebwerk ist nur noch ein Haufen Kohle. Die Sprungtruppen sind sicher nicht weit hinter uns. Wir müssen die Spuren unserer Landung verbergen. Ich berge, ihr vergrabt? Genau wie auf Aron Prime. Ich muss mich bei euch allen bedanken. Ihr sollt alle wissen, dass ich zu schätzen weiß, was ihr getan habt. Ihr habt offensichtlich viel riskiert, um mich zu retten. Danke. Keine Ursache. Obwohl die Rettung ja noch gar nicht vorbei ist. Ich weiß, dass ihr mehr Fragen als Antworten habt, aber wir sollten wirklich weiter. Ich verspreche euch, alles zu erzählen, wenn wir in Sicherheit sind. Enthusiasmus. Sollen wir das technologische Objekt untersuchen? Ich glaube, ich kann uns dorthin führen. Also gut. Welches Objekt? Oh. Ah ja, Rang 66, geil. Wo kann ich das hin tun? Dort? Ja, was ist das? Ach da. Ich existiere, um zu dienen. Ach, der ist jetzt mein Partner. Habe ich jetzt neue Gefährten oder was? Tatsächlich. Okay, Ma war mein Gefährte. Aber jetzt habe ich hier Lana, achso, kann wegen Story-Einschränkungen nicht benutzt werden, okay. Ja, dann würde ich aber jetzt erstmal hier die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.